Weiter geht's mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Zu ihm sollen wir halt. Hin. Zur Ehe. Halt. Wenn ihr so freundlich wärt, euch kurz mit uns zu unterhalten. Ja, ja, klar. Wer seid ihr? Ich wurde von den verbliebenen Mitgliedern unseres Hauses dazu auserwählt, für alle zu sprechen. Wir fühlen uns durch eure Absicht, uns zu befreien, zutiefst geehrt. Wo ist der Rest von euch? Was wollt ihr? Könnt ihr mir helfen? Wir haben uns zurückgezogen, um diese Situation beobachten zu können, ohne unnötig eingreifen oder uns einem Risiko aussetzen zu müssen. Aber ich versichere euch, dass wir euch in Alabastra mit Freuden beistehen werden. Na, das kann ja wohl nicht schaden. Was wollt ihr? Fahrt einfach fort und vernichtet die Hexenritterin Myrna, die unser Haus derart unterdrückt hat. Und ihren abscheulichen Prismärschrein natürlich. Wir hegen nicht den geringsten Zweifel, dass ihr sie finden und bezwingen werdet. Wir sehnen euren Erfolg herbei. Das klingt so ein bisschen wie die Maid von Windermere. Daran erinnert mich das jetzt gerade. Und ob ich das dann hinkriege mit... Naja, gut, ein paar Heiltränke habe ich noch. Aber die müsste ich auch mal hier hinpacken, ne? Die... Kannst du die nicht mal... Ich würde die gerne woanders hinpacken, egal. Wir warten. Ja, dann laufe ich mal weiter. Ich hoffe, es ist jetzt keine Falle oder so. Und dann schaue ich mal weiter. Oh oh. Nein, da ist sie. Was ist denn jetzt? Was? Okay. Es geht ja direkt los hier. Warum bist du so lahm? Wow. Sie ist richtig langsam. Seht ihr das, wie langsam sie ist? Warum? Wieso ist sie so lahm? Hä, wie komisch. Und ich muss mal was nehmen. Lass mich. Immer mehr. Oh.
schon. Wow. Und jetzt sind die anderen auch weg. Alter, Hexenritterin, bla. Bisschen Gold hier, ein bisschen coole Rüstung wäre auch nicht schlecht gewesen. Mein lieber Schwan hier, es geht aber los hier. Da kommt man aber schon wieder ins Schwitzen, Leute. Vor allem, es war so mega langsam. Das muss irgendwie an der Magie gelegen haben oder so. Ganz krass. Und das war doch eine Frau, oder? Es sah aus wie ein Typ. Krass. So, hallo? Wer ist jetzt hier noch? Wer muckt jetzt hier noch? Ist hier Gutflow oder was? Mit seiner Mega-Magic-Power wieder. Knie vor niemanden. So. Gut gemacht, Kind des Staubs. Ihr habt den unsterblichen Verteidiger getötet und ein Haus voller überheblicher Verräter befreit. Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr jene bloßgestellt habt, die meiner Art gegenüber treulos sind. Aber ich habe ja ohnehin so vieles, wofür ich euch dankbar sein muss. Ihr werdet für meinen Tod bezahlen. Die Feinde wenden sich gegen euch. Das Haus des Stolzes? Sein Verrat war unausweichlich. Doch schon bald werdet ihr dem Haus der Rache gegenüberstehen. Und diese Feien sind dir noch treu ergeben. Ihre Treue ist rein. Es ist ihr Instinkt. Die Göttin der Barmherzigkeit erwacht. Und mit jedem Schritt, den ihr in mein Heimatland setzt, kommt sie dem Übergang in unsere Welt und der Vernichtung eurer Art näher. Seid also in Alabastra willkommen. Es wird erneut euer Tod sein. Er sieht immer aus wie so, weiß ich nicht, echt wie so ein frisch aus der Hölle, der Teufel persönlich. Tja, okay. Gut, was hat er hier noch für mich? Ja, das brauche ich, ein paar Heiltränke, die gehen mir nämlich langsam wieder aus. Ist aber okay und sehr gut gelaufen, bisher keinmal gestorben. Und was sagt er jetzt, dass hier Hexe und so tot ist? Nun, wir haben gesehen, wie unser Champion besiegt und uns unser Vorteil genommen wurde. Und unsere Gedanken sind wieder klar. Seid gepriesen, Champion. Wir, das Haus des Stolzes, sagen uns in unserer unaussprechlichen Weisheit von den Tuatha los und verlangen, dass ihr unsere sofortige Kapitulation akzeptiert. Die Tuatha wurden vertrieben. Ihr könnt keine Forderung stellen. Eure Armee ist hier willkommen. Wir vertrauen darauf, dass man sich an unser Entgegenkommen erinnern wird, falls Gutflow entthront werden sollte. Wir danken euch herzlich. Und unsere Magier haben eure Armee bei ihrem Marsch nach Alabastra bereits unterstützt. Wir hoffen, ihr habt keine Einwände. Wir rücken nach Alabastra vor. Kommt mir bloß nicht in die Quere. Hervorragend gesprochen. Ihr habt die gebieterische Ausstrahlung des jungen Eagon, der einst ebenfalls das Vergnügen unserer erlauchten Gesellschaft hatte. Bitte gestattet uns, euch in Alabastra willkommen zu heißen. Wir hoffen, euer Besuch wird ereignisreich sein. Ja, super. Neue Schicksalswendung erhalten. Unaufhaltsame Macht. Der Verteidiger des Stolzes, der Unbesiegbare. Drehen musste sich deiner Macht geschlagen geben. Du hast das Haus des Stolzes befreit und den Weg zu deinem letzten Aufeinandertreffen mit Gutflow bereitet. Schön. Darüber freue ich mich natürlich immer, dass das hier in so einem guten Rutsch jetzt klappte. Ich hätte jedoch auch da hinten rausgehen können, oder?
um diese Quest zu verfolgen. Okay, alles klar. Ich könnte mich natürlich mit ihm noch weiter unterhalten, aber ich lasse es mal. Was war hier eigentlich? Da kommt man auch hin. Okay. Hier waren wir auch noch nicht. Machen wir mal auf hier. Vielleicht gibt es ja hier noch was Schönes. Ja, ja, ich habe keinen Quest, ist ja klar. So, was haben wir hier denn noch? Ah, gut. Den Stab brauche ich nicht, das andere nehme ich mal und vergleiche das später wieder. Kann ja nicht schaden, hier sich nochmal ein bisschen umzugucken. Zeit haben wir ja noch ein bisschen. Außerdem bin ich jetzt so gut, hat das so gut geklappt hier. Darf man das auch mal, ne? Darf man sich nochmal nach Belohnungen umschauen? Genau, da war doch auch ein Ausgang. Und hier ist wieder diese Musik. Dieser komische Schrei. Man hat ja immer gar keine Zeit, sich das alles immer anzugucken, wenn man hier so schnell sein soll. Wenn es dann immer direkt in die Kämpfe reingeht. So, wo sind wir denn hier? Huch. Hi. Da, Ellen. Das Haus des Stolzes hat seine Tore geöffnet und uns als Champions ehrenhalber willkommen geheißen. Sie behaupten zwar, das sei reine Gastfreundschaft, aber ich schätze, wir müssen uns bei euch bedanken. Jetzt kommt allerdings der schwierige Teil. Wir können Chlorikon zwar halten und sogar ein wenig nach Alabastra vordringen, aber uns fehlen die Streitkräfte, um Gadflor zu belagern. Können wir dem Haus vertrauen? Gadflor ist also nicht aufzuhalten, ich brauche keine Armee. Alabastra ist ein Labyrinth aus Tälern. Gadflors verbliebene Gläubige würden eine geschlossene Armee sofort bemerken. Und dann würden die Täler für uns zu einer Todesfalle. Aber wir fünf können triumphieren, wo eine Armee scheitern würde. Wenn wir uns aufteilen, können wir schneller reisen und sie unvorbereitet treffen. Wir werden beim Haus der Rache sein, direkt an Gadflors Türschwelle. Von dort aus greifen wir dann Bael an, das Herz seines Reiches. Was verheimlicht ihr mir? Mehr als ihr denkt. Aber ich verspreche euch, dass ich euch alles erklären werde. Nachdem Gadflor tot ist vielleicht. Warum? Was soll denn das? Vielleicht kannst du nochmal über ihn was... Ach, hatten wir schon. Fragen. Haus des Stolzes. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das Haus der Sorgen ist das freundlichste aller Häuser der Dunkelfeien. Andererseits ist sogar eine Schlangengrube angenehmer als die Häuser des Stolzes und der Rache. Was ist mit Haus des, des Stolzes? Jetzt, wo ihr die Tuater vertrieben habt, wollen diese Narren vom Haus des Stolzes nicht einmal zugeben, dass sie Gadflor je gedient haben. Diese miesen kleinen Wendehälse. Aber solange wir ein Auge auf sie haben, werden sie uns ziemlich nützliche Verbündete sein. Ja, ich bin ehrlich, das hatte ich gar nicht kapiert zuerst, dass die dem dienen. Wir sehen uns in Alabastra. Genau, bis später dann. Vielleicht hätte ich deswegen... Dass ihr diesmal mehr Glück habt, was? Vielleicht hätte ich dann deswegen auch manchmal ein bisschen anders antworten sollen. Aber ich denke mir dann immer, komm, wir brauchen die Verbündeten jetzt. Es muss jetzt halt einmal sein, das Gekämpfe und so. Plündern, Leichnam. Was hat er denn? Ich nehme das mal. Dietriche hätte ich eigentlich auch gebraucht. Aha. Okay, und was ist mit Agard? Wir werden Gadflor wohl kaum dadurch aufhalten, dass wir hier herumstehen und plaudern. Nee, das stimmt. Seid ihr bereit aufzubrechen? Geht schon mal voraus. Wir treffen uns beim Haus der Rache. Ja. Wir sehen uns beim Haus der Rache. Wehe, ihr verbündet euch irgendwann eines Tages gegen mich. Was ist mit dir? Als nächstes rücken wir nach Alabastra vor. Gut. Ach so. Als nächstes rücken wir nach Alabastra. Was erwartet mich hier draußen? Tod, Qualen, Blut und unerfreuliche Antworten. Okay, ich werde aber an der Stelle jetzt tatsächlich wieder zurückkehren zu den Nebenquests, auch wenn es natürlich sehr, sehr spannend an der Stelle ist. Merkt euch einfach diese Stelle und wieder mal die tolle Landschaft hier, die ich einfangen muss mit einem Screenshot. Es ist spannend, vor allem jetzt mit dem Gadflor. Das wird bestimmt nicht ein einfacher Gegner. Aber wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Und wenn ich das jetzt nicht langsam mache, dann ist das einfach zu einfach. Das meinte ich ja damals schon. Deswegen werde ich jetzt mal hier zurück auf die westliche Seite gehen und Hauptquest kurz unterbrechen wieder und mich um die anderen Sachen kümmern. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr. Ich finde es immer noch nach wie vor ganz schön, mich auch darum zu kümmern. Natürlich ist es nicht so spannend vielleicht wie der Hauptquest, aber man kann auch nicht sagen, dass es total langweilig ist. Wir haben hier immer noch genug zu tun eigentlich.
Ja, was mache ich denn mal? Also dieses Benshane töten, das kann ich immer noch machen. Genauso wie die Speer. So, Elias Hörk hat in den Splitterschichtminen einen gefürchteten Tuata-Attentäter namens Totauge aufgespürt. Er hat mich gebeten, die Mine zu betreten, solange Totauge von der Schlacht geschwächt ist und ihn zu töten. Ja, ist das hier in der Nähe oder war das ganz woanders? Ach, das ist hier gewesen. Das war nämlich die Seite. Ach, ist ja egal, oder? Nee, eigentlich wollte ich aber hier irgendwas finden. Damit wir hier mal so ein bisschen... Ja, aber ich habe hier auch irgendwie das Gefühl, als hätte ich hier noch nicht alles gefunden. Odessa. Wir waren zwar in Odessa, aber es muss doch noch ein paar andere sein. Reiß mal hier hin. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr in die Stadt, um mit den Leuten wieder zu quasseln. Genau, wie zum Beispiel mit ihm hier direkt vor unserer Nase. Was ist mit dir, Apule, Vire? Ich scheine Glück zu haben. Ich hätte keine so schwer bewaffnete Abenteurerin in unserem Lager erwartet. Seid ihr auf der Suche nach Arbeit? Ich habe ein Feinproblem, das gelöst werden muss. Naja, eigentlich habe ich genug Arbeit. Ich mache es. Was braucht ihr? Wunderbar. Eine Horde wilder Feinen hat sich in der Schluchtbühlmine am oberen Ende des Simses eingenistet. Ich habe schon einen Scholan geschickt, aber er ist nicht zurückgekehrt. Ihr findet ihn an der Straße zur Mine. Er hat Informationen für euch. Zu mehr taugt er nicht. Der Feigling weigert sich, den Feind die Stirn zu bieten. Geht zur Mine und findet heraus, warum diese verfluchten Dinger aus den Stollen gekommen sind. Und dann beseitigt sie. Der Scholar bezahlt euch, wenn ihr fertig seid. Ah, sowas mache ich eigentlich nicht gerne. Guten Tag. Weil, warum? Ne? Warum soll ich jetzt hier auf einmal irgendjemanden angreifen? Sowas finde ich auch immer erstaunlich, doof. Dass die Feien in einer so warmen Umgebung... Ja, total erstaunlich. Wo muss ich denn dafür hin? Und komme ich da ein bisschen schneller hin? Auch durch die Nebenquest werden wir natürlich unsere Gebietserweiterung erweitern. Ja, das war jetzt auch wieder schlau überlegt vom Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Landkarte wird vielleicht ein bisschen genauer wieder werden, weil vielleicht waren wir ja vorher noch nicht. Was hat der hier? Nix Tolles. War ich hier überhaupt schon mal? Nein, Eagons Gruft ist hier nämlich. Ich soll aber dahin laufen und das meinte ich mit. Unsere Karte ist nämlich hier auf dieser Seite noch gar nicht irgendwie groß besser. So. Was war das denn jetzt hier auch schon wieder für einer? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es doof finden, wenn man halt die Landschaft nicht so ein bisschen auch erkundet, weil es doch so viel Schönes zu sehen gibt. Zum Beispiel hier diese Dornenranken und so. Das finde ich alles schon ganz cool gemacht. Ich laufe hier wieder voll zu den Gegnern hin, aber ich bin ja im Moment eigentlich recht stark. So. Und dann laufe ich immer noch mal weiter geradeaus. Keine Ahnung, ob der jetzt was hat liegen lassen oder nicht. Kann ich hier überhaupt runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Bei meinem Glück. Kann ich vielleicht hier irgendwo runterspringen? Wie komme ich denn? Ach, guck mal hier. Da hinten ist noch ein Stein. Den darf ich nicht vergessen. Hier der riesige Kaktus. Voll so Amerika-mäßig. Dieses Leben stellt uns vor die Wahl. Kämpfen oder sterben. Wer sich entschließt zu leben, stellt sich dem Konflikt. Das ist das Das Spinnennetz fängt die Fliege. Das Wasser höhlt den Stein. In den trockenen Einöden die Tyres, in dem Land Alsarund, wurde das Haus der Tapferkeit zum Heim dieser Urkraft. Mhm. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gold mitgenommen, das ist ja schön. Und dann kann ich hier nochmal runter, ne? Ich will nämlich nochmal runter. Sonst wird das nämlich nichts hier unten. Und da sehe ich auch schon wieder ein Ausrufezeichen. Das sind die Dinge, die wir hier nämlich machen wollen, erledigen wollen. Ich könnte natürlich jetzt auch in jede Schatzkiste ran. Aber was soll das? So, das ist aber weit hier. Mein Gott. Wo ist das? Ja. Gut, dass die mir nicht mehr so viel anhaben können, muss ich sagen. Ist auch mal ganz schön.
dass das so schnell jetzt mittlerweile geht. Und bestimmt werden wir jetzt den nächsten Punkt gleich finden auf der Karte. Hallo, wer bist du denn? Mittlerweile noch ein bis zwei Schuss, dann sind die platt. Aber das meinte ich mit, ich werde ja immer stärker. Ist ja klar, weil ich jetzt schon mit dem Hauptquest weitergemacht habe. Und, na, anscheinend war ich hier schon mal, oder was? Was ist hier? Ah. Kannst du da nochmal ran? Berührung des Todes. Ah, die Schritte einer weiteren Wanderin erfreuen unsere Ohren. Ich bin hoch erfreut. Ich nehme an, ihr reist nicht zufällig durch Galette, oder? Falls doch, würde ich nicht so angestrengt nach seinen Bewohnern suchen. Dort ist nicht mehr besonders viel übrig. Was? Seid ihr ein Pilger? Was soll das heißen? Es war wie ein Wunder. Angezogen von einem gemeinsamen Glauben, kamen einige meines Ordens in das Dorf und wir brachten ihm Erlösung. Boah. Es gab Feuer und Blut und Schreie. Ja, viele Schreie. Und das alles allein zum Ruhme des großen Belen. Möge er gepriesen sein. Was? Seid ihr ein Pilger? Ja, wir sind eine Art Pilger. Auch wenn die Bezeichnung Missionare vermutlich treffender wäre. Wir dienen unserem Gott und folgen seinem Willen. Ihr sagt, ihr habt sie ermordet? Wir haben sie befreit. Männer und Frauen, Alpha und Menschen. Wir haben sie zu Belen geführt, in sein Paradies. Im Gegenzug wird unser Zirkel den schlummernden Titan, Belens geliebten Diener, in diesen Ländern willkommen heißen. Doch seid unbesorgt, denn nun werden wir euch das Paradies zeigen. Arsch. Den mache ich fertig. So eine Drecksbande, ganz ehrlich. Warum sind jetzt schon wieder die Dinger voll? Mann, das ist ja immer so schnell hier. Oh, habe ich gar nicht gemerkt, was ich hier noch Schönes gefunden habe. Jawohl, das sieht ja auch gut aus. Aber 60 Leben muss ich dann wieder aufgeben. Das ist mal so gemein, dass man immer so die Wahl hat. Was ist einem wichtiger gerade? Aber das finde ich nun auch gar nicht mal schlecht hier. Ja. Vielleicht muss ich ein bisschen was in die Kiste packen und wechsel zwischen. Ich weiß es noch nicht. Ja, was haben wir dann noch? Konsumgut könnten wir nochmal was nehmen. Gegenstände. Vielleicht irgendwas im Plunder, nehme ich mal an. Jawohl, das können wir doch mal loswerden. Und dann kann ich auch was anderes wieder aufnehmen. Und hier ist noch... Ach so, das Ding. Ja. Okay, die Berührung des Todes. Mal wieder. Und eigentlich müsste ich jetzt schon wieder einen Cut machen, aber... Da vorne wäre es ja schon wieder gleich gewesen, ne? Mit ihm reden wir dann auch nochmal. Hier sehen wir, dass wir anscheinend auch schon mal waren. Nein, wir sind hier in Galette. Hier wollte gerade sagen, es kommt mir alles so unbekannt vor. Und irgendwo, noch weiter geradeaus, ist endlich mal unser Zielort. Ob ich das wohl noch in den 25 Minuten schaffe hier? Ich renne mal schnell um die Ecke. Haben die da alle getötet? Das ist so eine Schweinebande, echt. Sowas geht ja gar nicht, ne? Tja. Da gucke ich mich das nächste Mal auf jeden Fall dann auch nochmal um in Galette. Und hier, dass wir den Ort wenigstens erreicht haben, wo ich eigentlich hin wollte. In den Irasel-Ebenen bin ich jetzt hier völlig falsch gelaufen. Für meinen Quest. Hä? Hatte ich den gar nicht ausgewählt? Ach, der war da hinten. Ja, ach, habe ich ja selber gesagt. Warum denke ich denn die ganze Zeit, ich muss hier... Ach, naja. Dann kann ich ja wieder zurücklaufen und mich hier wirklich mal um Quest kümmern. Hier sind ja genug Leute, die mir was anbieten wieder. Ja, mein Fehler. Ich dachte jetzt, ich hätte was ausgewählt. Hä, aber wir hatten doch was ausgewählt.
was hier war. Wir haben doch gerade mit ihm geredet gehabt. Mit diesem Typen. Hab ich das nicht ausgewählt gehabt als Quest? Da. Nein. Das war jetzt irgendwie doof, ne? Ach, ich blick hier gerade nicht durch. Ist das hier, wo ich hin sollte? Guck mal hier. Wie merkwürdig. Was mache ich denn hier? Ja, ich darf auch mal durcheinander kommen, ne? Apule Vire, der ist das doch. Den meinte ich, mit dem wir... Ja. Und sein Quest soll... Ach, was soll's. Wir werden schon irgendwas finden. Wir haben genug zu tun. Seid gegrüßt. Ja. Ja, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich auf jeden Fall noch um dich im nächsten Part. Bis dann.